Christian Feld in Vilnius. Datenschutz ist ein schwieriges Thema, auch in Europa. Denn auch in diesem Bereich kann man offenbar nur schwer Einigkeit erzielen. Ja, wir blicken zurück auf eine lange, lange Geschichte der EU-Datenschutz-Grundverordnung, so heißt sie im EU-Sprech. Im Januar 2012 hat die EU-Kommission in Form der Justizkommissarin Reding einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, wie man in ganz Europa einen einheitlichen Datenschutz erzeugen könnte und etablieren könnte. Vielleicht zum Hintergrund muss man dazu wissen, es gibt zwar eine bestehende Richtlinie, die ist aber aus dem Jahr 1995 und das ist schon lange, lange her. Da hat man von so Dingen wie sozialen Netzwerken und mobilem Surfen auf dem Handy, auf der Straße, da hat man eher davon geträumt. Das gab es damals alles noch gar nicht. Das heißt, die ist sehr, sehr alt, muss überarbeitet werden. Also hat die Kommission gesagt, wir wollen jetzt eine Verordnung. Verordnung bedeutet, das gilt in allen Mitgliedstaaten gleich, wird 1:1 ins Gesetz übertragen. So, seit über anderthalb Jahren wird jetzt darüber verhandelt im Parlament und bei den Mitgliedstaaten. Aber noch immer haben wir kein Ergebnis. Und es ist ja so, dass innerhalb der Staaten das auch umstritten ist und Datenschutz ja möglicherweise auch gesellschaftlich gar nicht mehr den Stellenwert hatte, den es früher hatte. Sie haben die 90er Jahre erwähnt, wenn wir zurückschauen auf die 80er Jahre Volkszählung. Damals gab es richtige Aufruhr. Heute kratzt das doch keinen mehr. Ja, das ändert sich, glaube ich. Je mehr Skandale es gibt, ich erinnere mich, vor ein paar Jahren gab es bei der Deutschen Telekom, dass da Millionen von Datensätzen auf einmal weg waren, dass da auch Journalisten ausgespitzelt wurden. Immer wenn solche Skandale kommen, dann bekommt das Thema neue Konjunktur. Und ich glaube jetzt natürlich durch die Diskussion um den US-Geheimdienst NSA, um Prison, um Tempora, ist da neuer Schwung reingekommen. Und das ist auch ein kleines bisschen die Hoffnung bei den Mitgliedstaaten und auch natürlich bei der EU-Kommission, die jetzt möglichst bald mal irgendwann mal zu einem Verhandlungsergebnis kommen möchte, dass durch die Diskussionen um das, was da von US-Geheimdiensten gemacht wurde, mutmaßlich, dass das jetzt bei den Mitgliedstaaten auch den Druck auslöst, dass alle sagen, wir geben noch mal mehr Gas bei diesem Thema, wir wollen da Verhandlungen zu bekommen. Man muss auch dazu wissen, wenn man sich in der Kommission hinter den Kulissen umhört, dann verdrehen da manche auch durchaus die Augen, wenn sie auf die deutsche Regierung zu sprechen bekommen. Denn da gibt es zwei Minister, die sich um das Thema kümmern. Der Innenminister Friedrich von der CSU und von der FDP Frau Leutheusser-Schnarrenberger als Justizministerin. Und da ist es, so hört man es zumindest hinter der Kulisse, hat Deutschland nicht immer mit einer Stimme gesprochen. Und da war auch eine gewisse Verärgerung zu spüren, dass Deutschland eben nicht mit dem nötigen Druck, den es als einflussreiches Land haben könnte, dass das in die Verhandlungen reingetragen wurde. Jetzt hier in Vilnius sind beide Minister heute vertreten und beide haben gesagt, ja, wir wollen da jetzt neuen Schwung reinbringen, eine neue Dynamik. Entscheidend wird natürlich hinterher sein, wie das dann in den Arbeitsgruppen ist, ob das da auch dann wirklich so mit dieser Dynamik reingetragen wird. Neuer Schwung, neue Dynamik, das sind natürlich schöne Worte. Sie haben eben gesagt, dass jeder neue Skandal das Bewusstsein wieder ein bisschen verändert und Datenschutz dadurch wieder wichtiger wird. Das heißt, im Prinzip können alle, die da jetzt in Vilnius tagen, die Pläne von vor ein paar Wochen in die Tonne schmeißen und müssen wieder was Neues sich ausdenken. Nee, ganz so ist es mit Sicherheit nicht. Aber man guckt sich, glaube ich, diesen vorhandenen Gesetzestext, diesen Entwurf der EU-Kommission, den ich erwähnt habe, von Januar 2012, den guckt man sich vielleicht nochmal unter einem anderen Blickwinkel an und guckt, können wir wirklich mit dem Text, den wir da haben, können wir da wirklich zum Beispiel US-Unternehmen so kontrollieren, wie wir das gerne hätten, dass die eben nicht einfach die Daten von EU-Bürgern an die US-Regierung weitergeben, an die Geheimdienste weitergehen. Das heißt, der Text wird nicht komplett neu erfunden, aber es ist möglicherweise jetzt so, dass da einige Artikel vielleicht nochmal verschärft werden. Aber auch das muss sich dann hinterher erst in der Praxis zeigen. Sie haben die US-Regierung erwähnt. Wie selbstbewusst tritt Europa denn jetzt gegenüber den USA auf? Ja, wir haben hier heute Morgen in Vilnius eine sehr kämpferische EU-Justizkommissarin Reding erlebt, die sagt, es ist jetzt Zeit zu handeln und wir sind 500 Millionen EU-Bürger. Das ist auch eine Macht, eine Wirtschaftsmacht. Wir verhandeln zurzeit ein Freihandelsabkommen mit den USA und da können wir den Datenschutz als Hebel auch mit reinbringen. Allerdings, wenn man sich so ein bisschen umhört, ist die ganz große Überzeugung, dass man die USA da wirklich beeindrucken kann, wenn Europa sagt, naja, wir wollen jetzt schärferen Datenschutz. So endgültig ist diese Überzeugung noch nicht zu spüren. Christian Feld, vielen Dank für die Informationen nach Vilnius.